Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wisst ja, ich liebe moderne spiegellose Kameras und die Vielseitigkeit von denen. Aber ich liebe auch genauso moderne Smartphones und was man für Fotos und Videos damit machen kann. Da gibt es nur ein Problem, dass Smartphone-Kameras nicht den gleichen Look haben wie große Full-Frame-Kameras. Aber dafür gibt es etwas ganz Besonderes, um das ultimative iPhone 11 Pro Setup zu bauen, und zwar den Beast Grip Pro. Das Ganze habe ich in diesem Video mit dem iPhone 11 und den Beast Grip DOF F-Adapter, mit dem man wirklich große moderne Canon-Objektive an seine Kamera ranschrauben kann. Ob das etwas kann und ob es wirklich so gut ist, das klären wir heute in diesem Video. Aber es gibt auch noch was Spezielles. Ihr könnt auf meinem Kanal das iPhone 11 Pro in eurer Wunschkonfiguration gewinnen. Aber nicht nur das, sondern ein ganz gesamtes Setup, womit ihr so Aufnahmen machen könnt. Was ihr machen müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist einmal den Kanal hier zu abonnieren, dann den Kanal von Rainer Wolf. Da geht es rein um das Thema Smartphone, Video und Fotografie, wirklich sehr interessant. Dann könnt ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und einmal unten in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt von dem Equipment haltet. Und dann könnt ihr schon gewinnen. Mehr Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber kommen wir jetzt zu dem Aufbau von dem Setup, weil ihr fragt euch sicherlich, hä? Sieht ziemlich interessant aus, aber wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und zwar habt ihr einmal euer iPhone 11. Daran kommt dann der Beast Grip Pro und davor kommt dann einfach der Depth of Field Adapter rangeschraubt. Und dann braucht ihr nur noch ein Canon EF Objektiv. Ich kann euch dabei aber empfehlen, dass ihr Brennweiten ab 35 mm benutzt. Dann sieht es wirklich am schärfsten und am besten aus. Und so wie das ganze Setup jetzt aufgebaut ist, zum Beispiel mit einem 50 mm 1.8 100 Euro Objektiv, ihr findet mal unten in der Videobeschreibung den Link, könntet ihr das Ganze jetzt auch auf einen Gimbal packen und nicht irgendeinen Gimbal, sondern einen wirklich sehr preis-leistungsstarken Gimbal, den Ronin SC. Und dann hat man sein Smartphone mit einer Canon-Linse auch schon auf einen Gimbal ausbalanciert. Dafür würde ich aber auch noch Gegengewichte empfehlen. Das Ganze sieht ja zwar ein bisschen kompliziert aus, ist aber wirklich relativ einfach zu lösen. Aber guckt euch einfach mal an, wie krass das Setup jetzt schon aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu einem stumpfen iPhone 11 Pro sieht das jetzt schon wirklich sehr professionell aus. Das hat mich wirklich selber ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich glaube, man urteilt viel zu oft nach der Größe des Equipments, was letztendlich dahinter steckt. Aber ich weiß, ihr wollt die Aufnahmen sehen und das machen wir jetzt auch einfach mal. Und jetzt seht ihr hier die erste Aufnahme von dem Beast Grip Pro und dem iPhone 11 Pro. Bei den Aufnahmen habe ich darauf geachtet, Review-Shots zu machen vom iPhone 11 Pro, weil ich kann mir sicher vorstellen, dass auch viele meiner Zuschauer gerne eigene Reviews drehen würden oder auch ganz einfach eigene YouTube-Videos, aber sie sich einfach entscheiden, entweder für eine gute Kamera oder für ein gutes Smartphone. Und da ist es natürlich sehr interessant zu sehen, wenn man schon ein gutes Smartphone hat, wie es dann aussieht, wenn man wirklich diesen Full-Frame-Look hat und wie es aussieht mit dem Adapter. Und das fand ich auf dem ersten Blick wirklich sehr beeindruckend, weil ich habe nicht gedacht, dass man so Aufnahmen so simpel schon hinbekommt. Wenn man ein bisschen reinzoomt, sieht man, dass die Aufnahmen vielleicht nicht ganz scharf sind und gerade die Schärfe auf das Zentrum des Bildes verteilt ist, aber trotzdem, dafür, dass es mit einem Smartphone aufgenommen wurde, ist das für mich unfassbar. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich diese Aufnahme ganz einfach in ein Review von mir reingepackt hätte, wer hätte da gesagt, dass die Aufnahme von einem Smartphone kommt und nicht von einer großen Kamera? Ihr könnt ganz simpel hier einfach mal abstimmen, es interessiert mich wirklich sehr. Aber ein großes Manko, was Smartphone Kameras ja meistens haben, ist, dass sie nicht wirklich professionelle Kameramenüs haben. Aber dafür gibt es auch spezielle Apps. Zum Beispiel habe ich fürs Filmen die Filmic Pro App benutzt. Damit könnt ihr wirklich sehr professionell filmen mit einem Smartphone. Aber ihr könnt auch in Logprofilen filmen mit dieser App. Logprofile sind Profile in einer Kamera, die einfach ein flacheres Bildprofil haben, womit man dann im Nachhinein mehr die Farben ändern könnte, was ich auch sehr gerne tue. Und man dadurch auch meistens mehr Dynamik bekommt.
Wer sich für so einen B-Script interessiert und mehr darüber erfahren möchte, der kann einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr die ganzen Links zu den gezeigten Produkten. Aber kommen wir noch zu einem kleinen Geheimtipp. Ihr fragt euch sicherlich, wie man so eine Aufnahme hinbekommt. Und da gibt es sogenannte Makroadapter, die man einfach vor das Objektiv schraubt. Und dann bekommt man ganz simpel mit dem Smartphone so Aufnahmen hin. Und das war für mich, wie gesagt, mindblowing. Wer sich fragt, wie man noch mehr aus der iPhone 11 Kamera rausholen kann, der schaut sich einfach mal das Video hier oben an. Ansonsten war es das mit diesem Video. Viel Glück bei dem Gewinnspiel. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!